Moin moin Leute, willkommen zurück zu War Thunder und zwar mit Patch 1.3.1. Ja, und neuer Garage und allen möglichen Kram. Etwas sehr konfus das Ganze. Und zwar, wir fangen an, es gibt neue Flugzeuge. Yay! Zwei davon seht ihr hier. Die P-36 Hawk im amerikanischen Tier 2 und die P-36C Hawk im amerikanischen Tier 3. Und natürlich neue Rang 1 Premium Fighter. Yay! Und zwar ist es hier bei den Amis die Tex F2A1 Buffalo. Die gibt es für jede. Gibt es ein berühmtes mit historischem Hintergrund. Und ja, man kann sich halt quasi. Man kann sich eins kriegt man umsonst. Und zwar das, womit man muss nicht kaufen. Sondern man fliegt einfach eine Runde mit der Nation. Und von der Nation kriegst du dann halt das Ding geschenkt. Ne? So wie bei mir hier auch. Wo ist es? Niederlage? Achso, ne, ist ja nicht egal, ob das ein Sieg war oder Peng. Sondern du hast es einfach. Kriegst es einfach geschenkt. Da. Ihre. Ja, da. Ja, wo ist das Ding? Da, ein neues Flugzeug kann erforscht werden. T-Tachs oder Tags. F2A1 Buffalo. Ja, das ist das kleine Ding. Er hat. Schöne kleine Katze drin. Ich glaube, es ist Felix, oder? Felix the Cat. Sieht so aus, oder? Ja, mit dem kleinen Baby werden wir gleich eine Runde fliegen. Und generell hat sich ein bisschen was getan im Tech Tree. Es sind einige Sachen neu zurückgekommen, es sind einige Sachen verändert worden im anderen Bereich. Und ja, es gibt auch ein, zwei neue Flugzeuge, wie zum Beispiel die Lake 366, die hier. Und einige sind auch verschoben worden, wie die LA-5FN. Die war vorher, glaube ich, mal Rang 12 oder 11. Und die ist jetzt auf Rang 9 runtergeschoben worden. Das ist eine gute Idee war. keine Ahnung. Ja, ansonsten gibt, wie gesagt, ein, zwei neue Flugzeuge. Es gibt auch neue Premium-Vehicles. Premium-Flugzeuge. Und zwar, ich bin irgendwo. Woanders. Ah, hier, zum Beispiel das Ding. Ja, zwei Turbinen, zwei Turbinen Jäger. Und zwar 220mm Kanonen und zweimal Borigen 12,7mm Maschinengewehre. Beides, oder beziehungsweise alles vier hier vorne in der Nase. Absolut episch. Ja, für 2200. Gutes Ding. Und auch das Baby hier. Was ich. Das ist im Endeffekt auch halt zwei Turbinen. Und ich finde die neue Halle in dem Sinne, quasi den Airstrip direkt, finde ich ziemlich episch. Es gibt auch zwei neue Karten. Ja. Wie und wo muss man mal schauen. Achso, das ist kaputt, ich wollte sagen. Hey, warum ist die P39 neu? Hä? was gibt es noch Neues? Ja, es gab irgendwie. Irgendwie noch was Neues, ich hab's vergessen. Gibt auf jeden Fall einiges was Neues. Also lest es euch in Ruhe durch. Gibt auf der War Thunder Webseite dazu ja alle möglichen Informationen. Neue Karten. Wie gesagt, die beiden Premium-Flugzeuge bei den Amis sind neu. Die beiden kleinen Flugzeuge bei den Amis sind neu. Also die beiden hier unten und die beiden Premium sind neu. Bei den Russen sind. MiG 3, ist das Ding neu? Ja, MiG 3 15, das Ding ist neu. Ziemlich, das sieht ziemlich cool aus. Vom Flugzeug her, es sieht aus wie ein typisches russisches Flugzeug in dem Sinne, die aus wie IL-2. Neu ist hier natürlich die Verschiebung von dem, das ist neu. Das habe ich eben gerade schon gesagt, glaube ich. Ja, ein, zwei andere auch noch. Jack 9P und hier, guck mal, die ganzen Jack-Geschichten hier unten. Diese neu. Ich habe es gerade auf meinem iPad hier auf, deshalb lese ich gerade durch, was alles neu ist. In Japan hat auch ein paar neue Interface, gibt es ein paar Änderungen, sieht man ja, aber. Joa. Und, ja, keine Ahnung, sonst hat sich ein bisschen was geändert. Sehr viel Änderungen an den Flugverhalten selber. Es gibt dieses wunderschönen Button hier oben. Und zwar Invite Friend.
Hier ist mein Invitation Code. Den packe ich nachher aber auch unten. Und das Video, das heißt, wenn irgendwer irgendwas machen will, wenn ihr mir einen Gefallen tut wollt, könnt ihr euch hierüber registrieren. Gar kein Thema. was noch sehr geil ist und was ich ja auch gestern in dem Guild Wars Video schon erzählt habe, ist Squadrons. Ist leider aktuell noch nicht verfügbar, also das heißt, in den nächsten paar Tagen soll es verfügbar sein für die breite Öffentlichkeit. Das Problem bei Squadrons, also heißt Clans im Endeffekt, das Ding kostet 2500 Golden Eagles, um das Teil zu registrieren. 2500 Golden Eagles sind, ich glaube, 14 Euro oder sowas. Ja, ich glaube, es sind 14 Euro. Oh, hier, XP-Konvention ist hier direkt neu und ist auch gerade um 20% reduziert. Ich könnte also, ich könnte meine Sowjetunion von Rang 6 sofort auf Rang 11 bewegen. So wie alles andere wahrscheinlich auch. Naja, okay, die beiden auf Rang 10, auch auf Rang 11. Ich könnte sofort eine meiner Fraktionen auf Rang 11 boosten, egal welche das ist. Ziemlich strange. Ziemlich strange. Cool. Würde mich eine ganze Menge kosten. Was würde es mich kosten? 1600. Ja, sind auch, keine Ahnung, 6, 7 Euro. Machen wir nicht. Wir gehen heute bei den Amis rein und fliegen eine Runde mit dem Low-Tier-Sachen. Das heißt, mit der Buffalo hier. Die hat auch zwei Maschinengewehre drauf. Mit je 250 Schuss. Eine Bowington 7,62 und eine 12,7 mm. Und natürlich die beiden hier. Die sind etwas speziell. Und ich glaube, das ist so gemacht, das heißt, weil die Amerikaner sind ja meist, so Dive-Bomber wollte ich gerade sagen, na, wie heißt denn das? Jetzt habe ich den Namen dazu vergessen. Heißt, nicht im Dogfight zu spielen, sondern halt eher schnell von oben runter auf einschießen, den Speed nehmen und wieder Altitude gewinnen, also Höhe gewinnen. Und ich glaube, die beiden Sachen sollen das in dem frühen Zeitalter, das heißt hier auf Level 2 und 3, schon verdeutlichen. Weil, wenn ihr euch die Stats mal anguckt, die Turnzeit, also die Drehzeit, liegt bei 24,2 Sekunden. Die Drehzeit von dem Ding liegt bei 22 Sekunden und die Drehzeit von dem Ding liegt bei 16 Sekunden. Jetzt gucken wir uns mal die Drehzeit von meinem, vom, keine Ahnung, von irgendwas anderem an, meiner P39 meinetwegen und meiner P40, 24 Sekunden. Das heißt, im Endeffekt sind die genauso wie die anderen amerikanischen Flieger nachher, sie sollen im, naja, hochsteigen, Schnelligkeit gewinnen, runterfliegen, zerschießen. Wie heißt denn das Wort dazu? Ich hab's vollkommen vergessen. Ich hab's vergessen, ist egal. Ja, wenn ihr euch mal dazu anguckt, die Deutschen ja genauso mit der B-109 und sonstigen Fliegern. Ich glaube, bis auf die MC, sie sind recht, ja, 19,1 Sekunden Drehzeit. Die gehen. Aber wenn ihr euch da mal die Russen anschaut, 18,5, 18,5, 21,5, okay, Rang 5. Oder aber die Spitfire, 15,8, 17,3, 18,8. Die sind für ein Dogfight gedacht und, ja, Deutsche und Amis, nee, ja, doch, Deutsche und Amis sind meist eher für diesen runterfallen aus dem Himmel, draufschießen und mit dem Speed gleich weg. Wie heißt denn das Wort? Mir fällt sich ein. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es jetzt schon wisst. Ihr wisst es definitiv. Ich habe auch meine Cat hier mit reingepackt, weil ich sie Ewigkeit nicht mehr geflogen bin. Gibt es hier irgendwas Neues? Torpedo, Verbesserung, Luftwiderstand kann ich einbauen. Yay, mach ich doch glatt mal. Und es gibt auch noch einige andere Sachen neu, und zwar zum Beispiel unten, Tarnung. Ne? Man kann die Bilder direkt hier raus jetzt sich drauf klatschen und hat nicht mehr dieses umständliche System mit dem Auswählen und dann wieder zurück und nochmal zurück und nochmal zurück, sondern man kann jetzt hier direkt wählen. Gut, für das habe ich nichts weiter freigeschaltet. Gibt es hier irgendwas, wo eine Tarnung freigeschaltet ist für? Mal gucken. Ne, Standard-Tarnung. Und ja, machen wir einfach mal das Bild drauf. Als ob hier nicht schon genug Sterne drauf wären, ne? Hier oben an der Heckflosse. T ist zweiseitig, perfekt. Jo, perfekt. Noch mehr Sterne drauf. Supi. auf geht's, würde ich sagen. Ab in die Schlacht. Ich hoffe, der Sound passt.
So, im Hintergrund, dass die Flieger da die ganze Zeit rumfliegen, hört sich doch ein bisschen strange an. Vorherrschaft auf Peleliu Island. Wortkrampf. Ja, wie gesagt, mit dem Clan-Ding muss man mal gucken. Ja, muss man mal schauen. Weil wäre eigentlich schon ganz cool, dann brauchst du nicht mehr fragen in den Comments, hey, fliegt irgendwer mit mir oder fliegst du mit mir, können wir mal eine Runde fliegen? Sondern kann man einfach direkt sagen, okay, ey, Zeit, Lust, wenn du gerade online bist. Oder auch, ihr könnt untereinander fliegen. Ihr habt immer auch ein paar Leute, die, sagen wir ganz hoch, wenn eure Freunde nicht online sind, die das Spiel zocken. Oder wenn ihr, so wie ich zum Beispiel, ich fliege, also ich spiele solche Spiele meist halt für mich. Und halt hauptsächlich um den Online-Teil. Meine Leute spielen halt kaum solche Spiele. Sowas wie World of Tanks oder ähnliches. Da trifft man halt nur die Community. Yay! So, wir fliegen jetzt hier. Ist das? Ja, das ist die Tech. Ziemlich cool im Rollen. Eigentlich ziemlich geniales kleines Baby. Aber die haben die Lensflare deutlich geändert, oder? Alter. Blendet ja noch mehr als vorher. Das ist ja ziemlich übel. Irgendwo nimmt die A ein? Ich hoffe doch. Ja, irgendwo nimmt A ein. Das ist sehr gut. Was geht da hinten ab? Was brennt denn da? Pixelfehler? Lebfehler in der Luft? Okay. Oh, da unten geht's ab. P36. Ja, das meine ich. Dafür ist das Ding absolut episch. Eine Beaufort? Beaufort? Gab es die vorher schon? Na, treff dich nicht. Warum treffe ich das Baby denn nicht? Okay. Na los, sauf ab. Beaufort. Ich hab keine Ahnung, wo du hin willst, aber... Naja, das macht keinen Sinn. Aus hier. Macht gar keinen Sinn hinter dem Ding, hinter zu fliegen. Guck mal, wo das Teil hinfliegt, ey. Ja, ich hoffe, die MiG macht da was. Ich muss mal landen, wa? Boah, Alter, die Lens vergeben mir ja jetzt schon fast auf den Sack, ey. 4 Kilometer entfernt. Und ich bin 7 Kilometer von dem Flughafen entfernt, also von dem Landeplatz. Alte Scheiße, ey. Alter Scheiße, was soll? Warum fliegt das Ding da hinten hin, ey? So, dann macht er Panik immer gerade geradeaus. Gibt es eigentlich eine Levelbegrenzung, wo das Ding gerade ist? Ja, fast. Offener Ozean. So, es gibt auch ein neues Tutorial, wie man landet. Für die, die es bisher noch nicht kannten oder wissen. So wie mich. Oh Gott, was zur Hölle? Taking the initiative.
Stand still. Also weiche Landung, 100 XP extra und da kommt ein Leck 3 rein und das heißt, ich bin richtig Fischfleisch. Jupp. Aber das ist auch neu. Tail has cut loose, also was passiert ist. Sie wurden abgeschossen von dem Typen in einer Leck 3:35. Okay. Coole Sache. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Neues mit drinne. Boah, der geht voll ab in seiner Leck 3. Ist ein bisschen übel, ja. Gut, ist auch ein Level 1 gewesen, also da sage ich mal nichts. P36 C-Hawk, mal gucken. Ob wir das Ding so fliegen können, wie es gedacht ist. Also, so wie die Amerikaner, weil guckt euch das an. Du kannst sie definitiv nicht. Ich habe ja voll auf meine Taste drauf. Und das ist mit Kampf. Also, dafür sind sie definitiv nicht gedacht. Wir gewinnen hier gerade und ich habe nicht einen einzigen Gegner abgeschossen, weil ich die ganze Zeit an diesem blöden Typen hinterher geflogen bin. Was aber cool ist bei dem Ding, das macht Looping wie ein kleiner Gott. Das ist ein Problem. Boah, dreh dich! Fuck, ey. So, mal gucken. Jo, okay. Ich habe den Rumpf beschädigt von der Leck 3, der ist abgerissen wahrscheinlich noch am Ende. Cool. Cool, cool, cool. Sehr, sehr geile Sache. Ich habe, glaube ich, zwei Hits reingesetzt oder so, maximal. Wow, okay, das ist auch neu. Okay. Okay. Reward for first steps in the game. Yay, 2000 EP. Mm. First steps in the game. What, da war gerade ein Panzer abgebildet. Habt ihr gesehen? War ein Tiger abgebildet. Verdammte Axt, ich hab zu schnell weggedrückt. Cool. Sehr geil, das sieht deutlich professioneller aus als das, was vorher war. Ja, Bonuserfahrung. Ja, 12.600 EP und 1.900 Geld. Sieht sehr, sehr gut aus, ja. Und ja, war nicht tolles, war nichts tolles, aber naja, erwartet man jetzt nicht allzu viel. So, ich würde mal sagen, das war's. Sehr viel Gequatsche am Anfang, ein bisschen Gameplay und ja, nächstes Mal spielen wir mal eine Runde Russen. Eventuell, warte mal, welches Tier ist das? Tier 6, ja, dann packen wir die doch hier einfach rein. 70.000, oh, 92.000. Ja, müssen wir machen. Machen wir nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, schön die Sonne draußen, also viel Spaß noch. Tschüss.